Christus bleiben? Kannst du, was machst du, wenn eine Person, von der du es nicht erwartet hast, auf einmal im Fleisch ist? Bist du dann auch im Fleisch? Fängst du dann an, die Person fertig zu machen? Machst du Vorwürfe? Oder bist du dann trotzdem Christus und wendest genau das an, was dir Christus vor dieser Ehe mit ihm gezeigt hat? Oder was machst du auf einmal, wenn du erfährst, dass, keine Ahnung, dein Ehemann ein Problem mit Pornografie hat? Und ihr habt schon geheiratet, ihr wart schon in Flitterwochen, ist schon alles passiert. Was machst du dann? War das jetzt nicht der Richtige? Ziehst du den Ring aus und verschwindest? Oder sagst du, ey, keiner war für die gegen diese Ehe gerichtet, es kann gewinnen. Wir werden das gemeinsam bewältigen und es ist schon bewältigt in Jesus Namen, weil der Name von Jesus Christus größer ist als alles andere. Und da zeigt sich erst, ob du deine Hausaufgaben sozusagen gemacht hast oder ob du die ganze Zeit nur geschlafen hast. Ja, deswegen habe ich auch vorher gesagt, es ist halt wichtig, oder haben wir gesagt, dass beide einfach eine persönliche Beziehung zu Christus haben, aber auch diese Beziehung pflegen. Natürlich werden wir nicht oder sollen wir nicht, bevor wir in die Ehe eingehen, perfekt sein, weil wir sind alle im Prozess und wir sind alle im Wachstum, was Christus angeht. Aber es ist halt einfach wichtig, dass jeder individuell wächst in seiner Beziehung zu Christus, dass man sich halt auch anspornt, zu wachsen, weil es kann auch nicht sein, dass immer nur der eine Teil in Christus wächst und dass es vielleicht in der Ehe so ist, dass man weiß, okay, das ist meine Frau oder das ist mein Mann, der immer oder die immer diejenige ist, die immer predigt oder die immer betet oder die immer deep in Christus ist. Nee, sondern du musst auch deine Beziehung zu Christus pflegen und darin wachsen, weil das ist, was euch ja auch hält. Das ist, worauf ihr immer zurückschaut, um gemeinsam zu wachsen, um gemeinsam quasi stark in Christus zu sein, um diese Sachen, die in der Ehe passieren, überhaupt überstehen zu können. Das ist halt auch so eine Sache, was mir halt einfach aufgefallen ist, dass es halt auch so welche Fälle gibt, wo man halt sagt, ja, ich weiß, dass mein Mann die Predigerin ist, der Prediger ist, oder ich weiß, dass meine Frau diejenige ist, die so stark im Wort ist. Deswegen sagt man dann halt als Partner, weil man halt auch selber weiß, dass man diesen Titel bekommen hat, dass man gar nicht mehr den Partner irgendwie anspornt, halt seine Beziehung zu Christus zu pflegen. Man lässt den Partner dann einfach und sagt, so ist er halt. Er ist ja, oder die ist ja diejenige von uns beiden, die halt so einfach ist. Ich bin eher diejenige, die halt im Wort so stark drin ist. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass Jesus uns auch schützen möchte. Also oft denken wir sogar selber von uns, dass wir bereit sind, in eine Ehe einzutreten. Aber was ich einfach von mir auch gelernt habe, ist, dass ich wahrscheinlich auch gar nicht bereit bin, in eine Ehe einzugehen, weil ich noch wachsen muss in Christus. Weil die Frage ist, wenn ich jetzt meinen Ehepartner finden würde und wir verloben würden, heiraten würden, immer die Frage ist, was ist danach? Würde die Ehe noch halten? Weil wenn du deine Gedanken nicht erneuerst und wenn du das alles, also wie wir schon gesagt haben, wenn du deine Beziehung zu Christus nicht pflegst, das wird definitiv einstürzen, weil du vor allem nur dich selbst sehen wirst und fragen wirst, so, okay, warum läuft es denn nicht wie bei A oder bei B? Dann wirst du dir total viele Fragen stellen und wirst nicht nur anfangen, dich selber fertig zu machen, sondern auch deinen Partner fertig zu machen. Deshalb denke ich einfach, dass ich persönlich, in der Zeit, in der ich mit Christus verbracht habe, denke ich einfach, dass er mir gesagt hat, dass er mich vor allem erstmal noch beschützen möchte, weil ich einfach wahrscheinlich trotzdem noch nicht bereit bin oder noch nicht ready bin, eine Ehefrau zu sein, weil ich noch wachsen muss. Nicht perfekt sein muss, aber weil ich einfach meine Gedanken noch mehr erneuern muss, um vor allem nicht abhängig zu werden von meinem Ehemann. Es geht nicht darum, perfekt in die Ehe zu gehen und ein Roboter zu sein, man drückt auf den Knopf, kommt Gottes Wort, auf den Knopf kommt Gebet und auf den Knopf kommt keine Ahnung was drauf. Es geht nicht darum, dass man auf einmal so drauf ist, aber es geht darum, also wonach bist du durstig? Ich meine, was ist das, was dich satt macht? Wonach strebst du? Was suchst du? Und das ist halt diese Sache, das suchst du nach der unvergänglichen Speise? Strebst du nach Jesus Christus oder strebst du immer noch nach dem, was diese Welt dir zu bieten hat? Und wenn du halt immer noch und wenn du immer noch jemand bist, der immer noch nach dem strebt, was diese Welt dir zu bieten hat, dann ist es halt gefährlich, in sowas wie eine Ehe einzugehen, weil du wirst eine Gefahr für die andere Person sein, weil du wirst diese Person sozusagen tot aussaugen, weil du wirst sagen, gib mir, ich will deine Liebe, ich will das. Du wirst so viele Sachen aus dieser Person, dass diese Person auf einmal nackt da steht. Die Person sagt, ich kann dir doch nicht mehr geben, was soll ich dir noch machen? Ich spreche von Kindern Gottes, ich spreche nicht von Kindern dieser Welt, ich spreche wirklich von Kindern Gottes, die sozusagen ihre
Ehepartner dann wirklich aussaugen. Weil sie versuchen, all das, diese ganze Leere, die sie haben, von dieser Person erfüllt zu bekommen. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Eheprobleme eigentlich Gottprobleme sind. Es gibt einen Pastor, der mal erzählt hat, dass wenn Leute in seine Eheberatung gehen, in seiner Gemeinde, fragt er erstmal, wie sieht eigentlich eure persönliche Beziehung zu Jesus Christus aus? Weil aus dieser Frage zeigt sich direkt, was eigentlich das wirkliche Problem zwischen den beiden Menschen ist. Und das muss uns halt bewusst sein, dass, weil wir eben unseren Fokus auf die andere Person, die sozusagen neben uns im Bett liegt, mehr haben als auf die Person, die in uns ist, es ist klar, dass Probleme vorprogrammiert sind. Es ist klar, dass einer den anderen provozieren wird, dass der eine für den anderen nicht genug sein wird, dass der eine der anderen schon wieder im Stich gelassen hat, schon wieder hat hängen lassen. Man wird doch diese ganzen Sachen immer nur dann sehen, wenn auch dein Fokus auf diese Person die ganze Zeit liegt. Wenn dein Fokus auf Jesus Christus liegt, dann wirst du diese Sachen übersehen können, wirst wie du mit diesen Sachen umzugehen hast. Du wirst mit Liebe, mit Geduld, mit Gnade wirst du dieser Person gegenüberstehen. Und ich glaube, es wird sogar die andere Person provozieren, weil ich denke, wieso regst du dich nicht auf? Eigentlich müsstest du dich aufregen, aber du stehst einfach da und sagst, praise the Lord. Gott liebt dich, Jesus Christus liebt dich und es ist in Ordnung. Und eigentlich sollten wir dahin kommen, aber leider gehen Leute mit falschen Motiven oder mit einer falschen Vorbereitung in die Ehe und all die Sachen, worüber wir gerade geredet haben, lernen sie dann in der Ehe, was dann natürlich auch die Ehe dann halt hart macht. Obwohl es eine Ehe ist, die von Gott gewollt ist oder was Christus möchte, weil sie halt in einem Mindset in diese Ehe reingehen, der halt noch nicht richtig ist, ihre Gedanken noch nicht wirklich erneuert haben, was diese ganzen Punkte angeht, wird ihnen das Leben halt schwer gemacht, obwohl Gott es eigentlich viel einfacher und viel schöner eigentlich vorgesehen hat für diese beiden Menschen, ist es so schwierig. Weil man viele Sachen, die man hätte von Anfang an mit Christus alleine hätte klären müssen, in der Ehe auf einmal klären muss. Ja, wir haben jetzt erkannt, wo das Problem liegt und dass das Problem halt ist, wenn eine Person halt zu sehr ihren Fokus auf die Ehe hat und weniger auf ihre Beziehung auf Jesus Christus oder gar nicht mehr ihre Beziehung mit Christus im Blick hat oder sogar ihre Beziehung mit Christus sozusagen als Sprungbrett für die Ehe nutzt. Aber was ist jetzt die Lösung für das Problem? Was ist jetzt das, was dieses Problem beiseite bringt? Wie wird die Beziehung zu Jesus Christus wieder eher in den Vordergrund gebracht und die Beziehung, diese weltliche Beziehung, diese irdische Beziehung, die man mit einem Menschen hat, wieder auf ihre richtige Position gebracht? Weil natürlich, diese Ehe hat einen Platz, aber sie hat einen bestimmten Platz. Dieser Platz ist unter deiner Beziehung zu Jesus Christus. Und ja, wir wollen jetzt einfach nochmal über die Sachen sprechen, Lösungsansätze sprechen, die einfach diese beiden Beziehungen wieder in die richtige Position bringen, dort wo sie hingehören sozusagen. Die Lösung ist Jesus Christus, denn Gott hat uns erschaffen, damit wir Beziehungsmenschen sind, aber nicht Beziehungsmenschen in erster Linie mit anderen Menschen, sondern mit Gott. Denn Adam hatte ganz am Anfang die erste Beziehung, die er hatte, war mit Gott. Und danach hat Gott, weil er entschieden hat, dass er es besser findet, wenn Adam jemanden hat, Eva erschaffen. Und ich glaube, das muss halt einfach wieder in den Vordergrund geraten, dass wir nach dem Königreich trachten sollten. Und alles andere uns hinzugefügt wird. Und das Königreich ist Jesus Christus. Und dieses Thema Ehe wird halt sehr viel gepusht, weil ich denke, dass Menschen versuchen, Lücken zu füllen mit einem anderen Menschen und halt nicht mit Jesus Christus. Ich glaube, dass der Teufel dieses Konzept, was Gott erschaffen hat, so ein bisschen für sich genutzt hat und es umgedreht hat. Und Menschen das Gefühl gegeben hat, dass du einen anderen Menschen brauchst. Aber dein Herz kann nur erfüllt werden von der Person, die dein Herz erschaffen hat. Und das ist Christus. Und deswegen möchte ich jedem da draußen ermutigen, alles, was dir so viel Kraft raubt und so viel Freude raubt oder auch so viel, vermeintlich so viel Freude gibt,
beiseite zu legen und das alles bei der Person zu suchen, die dich erschaffen hat, die dein Erlöser ist, die dein Retter ist, die Gott ist. Und du wirst relativ schnell merken, dass du von ihm komplett erfüllt bist. Ich mag halt auch die Stelle in der Bibel, wo steht, dass wenn du von mir trinkst, wirst du für immer gestillt sein und du wirst nicht mal durstig sein, weil du halt von der Originalquelle trinkst. Und deswegen trachtet einfach nach Jesus, schaut auf Jesus, sucht nach Jesus und versucht wirklich diese Beziehung auszuleben und zu genießen und euch in Christus zu verlieben. Denn ich denke, dass das halt auch eine Sache ist, dass man sich mehr in Menschen verliebt als in Jesus Christus. Und das allein schon traurig ist. So, das war für mich eine Erkenntnis, dass ich gesagt habe, dass ich nicht mehr, dass so wie ich einem Menschen hinterhergelaufen bin, bin ich teilweise auch nicht mal Christus hinterhergelaufen. Und das wollte ich einfach ändern. Und deswegen hatte ich dann diesen Switch, dass ich gesagt habe, ich möchte diesem Thema eher nicht mehr so viel Gewichtung geben. Denn alles, was ein Mensch Gewichtung gibt, was nicht Jesus Christus ist, wird der Teufel ausnutzen, um dich damit fertig zu machen. Wenn es ein Ehemann ist oder eine Ehefrau, es kann aber auch ein Job sein. Wenn du einer anderen Sache außer Jesus Christus mehr Gewichtigkeit als Jesus Christus gibt, wird der Teufel dich damit zerstören, weil das ist das, was er anfassen kann. Aber er kann halt Jesus Christus nicht anfassen. Deswegen, wenn wir nach Jesus Christus trachten, wird uns, das hat uns versprochen, alles andere hinzugefügt. Und alles andere ist halt auch ein Ehemann und eine Ehefrau. Und man wird merken, dass das plötzlich einfach vor deiner Tür steht und du nichts dafür machen musstest. Du musstest dich nicht verbiegen und verdrehen und Storys angucken und Bilder liken, sondern Gott hat, weil du einfach mit ihm gegangen bist, alles hinzugefügt. Das ist wie ein Weg, wo in jeder Station etwas auf dich wartet und du einfach eigentlich nur gehen musst. Und ja, die Lösung ist einfach wie immer Jesus Christus und dass man zurück zu seiner ersten Liebe geht, die Jesus Christus ist und die halt dein Ehemann ist oder deine Ehefrau ist, ist halt Jesus Christus. Und wenn man da halt wirklich seine Zufriedenheit gefunden hat, dann wird alles andere auch einfach laufen. Und dann wird man in eine Ehe kommen und man wird halt auch vorbereitet sein. Ich glaube, das ist das, was wir meinen mit, dass du noch nicht bereit bist. Denn ich bin froh, dass Gott mir, als ich so verzweifelt gesucht habe, keinen Ehemann gegeben hat. Denn das wäre ja ein Albtraum für mich gewesen. Weil ich will mir gar nicht vorstellen, dass du jeden Tag bei jemandem aufwachst, wo du die ganze Zeit versuchst, einfach von ihm alles zu bekommen, aber er auch nur ein Mensch ist. Und das ist ja Horror. Deswegen denke ich auch, dass Gott, als Adam Eva bekommen hat, war er halt sozusagen bereit. Weil er einfach schon er hat schon von diesem Wasser getrunken. Er hat ja schon die ganze Zeit face to face mit Gott gesprochen und einfach diese Beziehung gehabt. Und der ist aufgewacht und plötzlich war sie da neben ihm. Und er wusste gar nicht, von wo sie kommt. Aber es war einfach der perfekte Zeitpunkt, den Gott ausgewählt hat. Und ich möchte einfach uns alle ermutigen, dass wir nichts erzwingen sollen oder auch Gott nicht dazu drängen sollen, uns endlich einen Partner zu geben, wenn Gott einfach nur da steht und denkt, ich bin doch eigentlich dieser Partner. Und warum reiche ich dir nicht? Warum ist dieses Thema Ehe so krass wichtig für dich, dass ich dir anscheinend nicht reiche? Und als Kinder Gottes, unsere Aufgabe ist es, ein Kind Gottes zu sein und Beziehung zu haben mit deinem Vater, weil du bist ja ein Kind von Gott. Und das heißt, du musst ja auch, als Kind hast du ja Beziehung zu deinen Eltern. Und deine Eltern sind ja Gott. Und nicht Kind eines Ehemanns oder eines Ehefrau oder einer Ehefrau. Also das, ich möchte einfach diesem Thema, die Luft einfach aus dem Segel nehmen. Und das nicht so, dass das keine Last ist, sondern etwas ist, worauf du dich freust. Und wenn es dann da ist, hast du es nicht schon die ganze Zeit erwartet, sondern es ist einfach da und du freust dich sogar noch mehr, als wenn du jeden Tag einfach darauf gewartet hast. Und Gott zu sagen, sag hier, nimm einfach, weil anscheinend brauchst du das so dringend, dass du sonst nicht klarkommst. Ja, ich möchte einfach, dass Gott
mir den Ehemann gibt, in einem Zeitpunkt, wenn er sagt, hier. Und ich möchte auch dann in der Ehe mir sagen können, boah, ich habe diese Single-Phase einfach genossen und ich war happy. Was ich nicht mag, ist, wenn du halt zurückschaust und dir denkst, boah, hast so viel Zeit verschwendet mit Gedanken machen. Und du hast einfach dein Leben gar nicht genossen mit Jesus. Und dann bist du halt in der Ehe und klar, ist dann halt schön, aber du schaust halt dann so zurück und denkst dir, boah, hätte auch einfach viel entspannter sein können. Ja, ich denke, wenn du glücklich als Single bist, wirst du auch glücklich als Ehefrau sein. Ja, also ich denke halt auch, dass das wesentliche Problem wirklich ist, dass man diesen Themen einfach zu viel Gewichtung gibt. Weil man hat als Kind Gottes kein Problem. Ne? Aber wenn man wirklich nicht zufrieden mit Gott ist und Gott nicht als seine Quelle sieht, als wirklich sein lebendiges Wasser sieht, ist ja klar, dass man immer wieder durstig sein wird und nicht mit Gott zufrieden sein wird. Und wie Jenny schon gesagt hat, dass wir sind Beziehungsmenschen. Er hat uns so erschaffen, dass wir halt nicht alleine können, aber damit wir mit ihm halt Beziehung haben und nicht mit dem Menschen nach Beziehung verzweifelt suchen. Und auch wenn ich mir die Bibel anschaue oder auch das Leben von Paulus, gab nie wirklich ein Thema, also das Thema Ehe wurde nie wirklich groß gestellt. Ne, es gab Themen wie, keine Ahnung, für das Selbststerben oder Jesus Christus, das waren halt immer so Themen, die wirklich groß gestellt wurden. Aber dieses Thema Ehe, das wurde wirklich erst in dieser Generation so krass hochgestellt bei Kindern Gottes. Ne? Und deshalb frage ich mich halt auch bis heute noch, wieso es überall so viele Konferenzen, überall so viele Seminare in, keine Ahnung, in Kirchen gibt oder irgendwelche Veranstaltungen, kirchliche Veranstaltungen, dass dieses Thema Ehe immer richtig viel, also dass da wirklich immer die meisten Stühle besetzt sind, weil die meisten Leute sich dafür interessieren. Obwohl es in der Bibel so viele andere Themen gibt, die viel, viel wichtiger sind und viel mehr zum Königreich Gottes beitragen. Allein schon das Thema, wie hilft man anderen Menschen zu Christus zu kommen oder wie gesagt schon deine eigene Beziehung zu Christus, das wird so oft krass vernachlässigt, wenn man halt nur auf sein Selbst schaut. Man schaut immer nur auf das, was man haben möchte, auf das, was einen weiterbringt, auf das, was einem Freude schenkt. Aber man schaut halt nie auf, wie kann man den anderen Leuten helfen, wie kann man den Willen von Christus tun. Und der Wille von Christus ist ja Beziehung mit ihm haben und natürlich auch versuchen, anderen Leuten irgendwie zu helfen, auch gerettet zu werden. Ne? Also dass man, wie gesagt, man macht sich erst so ein Problem mit dieser Ehegeschichte, wenn man das zu krass hoch sieht und andere Sachen vernachlässigt. Was meint ihr denn, was Gemeinden besser machen könnten im Hinblick auf dieses Problem sozusagen? Jesus Christus Auftrag, den er uns gegeben hat, ist ja die frohe Botschaft zu verkünden. Ne? Das, was eigentlich das Wesentliche ist, das ist, was Menschen quasi errettet oder diese Gemeinschaft mit Gott wieder zusammenknüpft. Das ist ja eigentlich das, wofür Jesus Christus gekommen ist. Und wenn das, was die Wurzel ist, die frohe Botschaft zu verkünden, das Wort Gottes zu verkünden, wie wir Beziehung mit Gott haben, wie wir unser Selbst sterben lassen, wenn das mehr im Vordergrund gepredigt wird und die Kinder Gottes das hören und das verarbeiten, ihre Gedanken damit erneuern, wird quasi dieses Problem oder das, was so hoch bewertet wird, zum Beispiel Thema Ehe, glaube ich, auch nicht mehr so sein, weil man halt quasi die Wurzel schon bearbeitet hat oder besprochen hat und das mit der Ehe oder das Problem halt nur noch eine Frucht ist, die man dann am Ende des Tages, weil man halt die Wurzel schon bearbeitet hat oder man schon da in Christus gewachsen ist, ja, nicht mehr so krass wahrnehmen wird oder nicht mehr so krass damit zu kämpfen haben wird. Ja, halt einfach, dass Gemeinden statt Ehe in Christus predigen, einfach Ehe mit Christus predigen. Man sich hinstellt und sagt, wie läuft deine Beziehung mit Jesus Christus? Also wie läuft deine Ehe mit Jesus Christus? Und wenn man Ehe mit Jesus Christus hat, wenn man nicht einen Menschen sieht, sondern wirklich Jesus als dein Ehemann, als eine Ehefrau, dann musst du dich ja mit deiner Beziehung mit ihm beschäftigen. Und es ist dasselbe wie, wenn man zu einer Eheberatung geht, dann fragt die Therapeutin ja auch, spricht ihr miteinander? Oder
hört ihr euch zu oder sonstiges? Und wenn man diese Fragen halt in Bezug zu Christus stellt, sprichst du mit Christus? Hast du eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Hörst du ihm zu, wenn er redet? Gehst du in sein Wort? Versuchst du ihn besser kennenzulernen? Solche Sachen. Weil du kannst eine gute Ehefrau sein für einen Menschen, aber keine gute Ehefrau von Jesus. Aber wenn du eine gute Ehefrau von Jesus bist, wirst du automatisch eine gute Ehefrau für einen Menschen sein. Ja. Und ja, dass man das, glaube ich, eher in Feuer, also wieder in den Vordergrund drückt. Das ist einfach eigentlich um die Beziehung. Ich glaube, dann ist du, wenn du so denkst, dann bist du ja auch so erfüllt mit Jesus, dass du theoretisch wie Paulus sein kannst und sagen kannst, ich muss nicht heiraten in meinem Leben, weil ich habe schon eine Ehe, die so schön läuft, dass ich eigentlich das nicht muss. Und wenn Gott aber mir sagt, weil ich bin ja nicht die Person, die entscheidet, ob ich heirate oder nicht, und wenn Gott dann sagt, ich habe aber für dich entschieden, dass ich möchte, dass du heiratest, dann ist das nur noch ein Geschenk, ein Bonus, für was du halt dankbar bist. Aber es ist nicht die Ursache deiner Freude. Ja, oder deines Glaubens. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr gepusht, weil wie Sazel schon gesagt hat, dass in der Bibel, es gibt keine, also das Thema Ehe wird immer mal wieder angesprochen, aber es wird nicht als Problem angesprochen oder als, dass da Leute wirklich gekämpft haben, bis zum geht nicht mehr deswegen, sondern eigentlich gibt es andere Themen, die Kinder Gottes viel mehr beschäftigen sollten als Ehe. Ich meine, im Himmel werden wir sowieso nicht mehr verheiratet sein. So, ich werde meinen Mann im Himmel sehen und wir werden uns denken, war eine nice Zeit, aber dann sind wir mit Gott und werden ihn zusammen halt 24 Stunden preisen, aber da gibt es nicht damit, ja, wir schlafen im selben Zimmer oder sonstiges. Deswegen, wenn etwas nicht im Himmel nicht existieren wird, so, warum fahre ich mir dann hier so krasse Filme darum? Das ist genauso wie mit deinem Geld, dass manche Leute versuchen, hier unbedingt etwas zu erreichen, aber du wirst deinen Jobstatus nicht mit in den Himmel nehmen. So, wenn du hier reich, ein krasser Anwalt bist, wirst du da oben halt kein krasser Anwalt mehr sein, weil das alles nichtig ist. Deswegen, warum kämpft man hier bis zur letzten Phase deines Körpers dafür, wenn du es am Ende des Tages nicht mitnehmen kannst? Deswegen. Basic. Genau. Ja, wir hoffen, dass euch die heutige Folge von After Church geholfen hat und euch, ihr euch wirklich auch mal mit dem Heiligen Geist zusammensetzt, sozusagen auf ein Rendezvous geht, zusammen vielleicht sogar, und mit ihm einfach über das redet, worüber wir heute gesprochen haben, um einfach nochmal zu fragen: Hey, Heiliger Geist, Jesus Christus, wie sieht es eigentlich mit uns aus? Haben wir etwas, worüber wir reden sollten? Gibt es etwas, was ich dir sagen muss, was ich mit dir teilen sollte? Und ja, wir beten einfach dafür, dass du deine Beziehung mit Jesus Christus ernster nimmst, dass du danach strebst, einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben, Intimität mit Jesus Christus zu haben, weil, wie gesagt, wenn wir sein Königreich suchen, wenn wir nach seinem Königreich trachten, wird uns alles andere hinzugegeben. Und ja, Jesus Christus ist genug und er ist die Lösung für alles. Und ja, wir lieben euch, wir beten für euch und ja, Gottes Segen. Bye. Bye.